Marc Borges ist zu Gast im Vertrieb bei Europarks Deutschland GmbH. Wo ich Europarks das erste Mal gehört habe, ne, oder wo ich das hier bei uns auch zum allerersten Mal gesehen habe, Marc, da habe ich so direkt gedacht, ach, das ist ja bestimmt sowas wie Centerparks. Aber letztendlich ist es ist ähnlich, aber es ist eigentlich trotzdem was ganz anderes. Was steckt drin? Also es ist ein ganz anderes Konzept. Also es ist so, dass man bei Europarks, man kann ein Haus kaufen in einem Resort und letztendlich ja, ist es so, man gibt dieses Haus in die Vermietung. Europarks vermarktet das Haus und man bekommt letztendlich die Miete. Ja, also so ist das Konzept. Ja, man kann es auch eigen nutzen, man kann es auch nur in die Vermietung geben oder man macht es als Teilvermietung und kann es auch selber nutzen und kann dann umsonst quasi in sein eigenes Haus gehen. Wenn man sich jetzt durchzeppt bei euch, zum Beispiel auf der Webseite, das ist schon an tollen Ecken auch überall. Ja, ja. Also erzähl mal ein bisschen was dazu, wo findet man euch überall? Also es gibt 50 Resorts allein in Holland. Wow. Ja, und seit 20 Jahren besteht die Firma schon und familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Apeldoorn. In Holland kennt es eigentlich fast jeder. Ja, also hier kennt man es eben noch nicht so. Ja, weil deswegen machen wir es ja bekannt. Deswegen machen wir es, darum sitze ich hier. Genau. Und ja, unter anderem ist es Hauptsponsor von Feyenoord Rotterdam. Ich meine, den kennt jeder, den Verein. Bist du selbst auch Fußballfan? Ich bin auch Fan, ja. Du darfst den Verein hier sagen, aber es kann passieren, dass du rausfliegst. Das ist jetzt ich bin Freiburg-Fan, weil das hört man am Dialekt, nehme ich an. Ja, aber das ist okay. Ja, ist also okay. Ich bin ja Dortmunder, das sage ich auch immer gerne. Ne? Ja. Und ich finde ja, nur mal das kurz anzuschneiden, das Thema Fußball, dass Freiburg so ein Verein ist, den eigentlich auch jeder mag. Ja, ja, sogar ich. Ja, ich finde ihn großartig. Allein der Trainer ist schon für mich eine Legende. Ja, der ist schon Legende. Ja, also das ist richtig, ja. Wir sind auf eurer Webseite unterwegs. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ja, ich meine, es sind natürlich jetzt sehr viele, viele Punkte, wenn man sich auskennt in Holland. Wir haben sehr schöne Resorts am Veluwemeer. Also Veluwemeer sagt man in Holland. Ja. Das ist unterhalb vom IJsselmeer. Dann haben wir an der Nordsee haben wir auch noch ein schönes Resort. Es gibt letztendlich sehr viele Resorts. Es gibt nicht in jedem Resort noch was zu kaufen. Ja, es gibt auch Resorts, wo es einfach nichts Neues gebaut wird, wo auch die Vorbesitzer nicht verkaufen möchten. Also ich sag mal, wir sehen ja nachher auch noch ein paar Filme davon und dann kann ich wieder was zu sagen. Für mich jetzt nochmal für den klassischen Sonnenklar-TV-Zuschauer auch die Frage, die sie wahrscheinlich stellen. Mhm. Ich möchte jetzt nichts kaufen, ich möchte aber bei euch Urlaub machen. Kann ich das auch über euch buchen? Ganz genau. Das können Sie über die europarksresorts.de Seite, können Sie ganz normal Urlaub buchen. Ja, genau. Großartige Geschichte. Erfahren wir gleich noch mehr, liebe Zuschauer. Mit Marc Borges von Europarks Deutschland GmbH sprechen wir über die großartigen Möglichkeiten, ne, die Europarks bietet. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass man eben die Möglichkeit hat zu sagen, ich kaufe mir da ein Gebäude, vermietet das, wo ihr euch drum kümmert. Und man muss, um da nochmal drauf einzugehen, sagen, die Renditen sind ganz gut, gell? Die Renditen sind ganz gut, ja. Also mal höher wie auf dem Konto. Mittlerweile haben wir Minuszinsen bei gewissen Beträgen auf der Bank. Und ich habe viele Kunden, die einfach auch was suchen, wo sie einfach eine Rendite haben. Und dazu muss man sagen, man ist im Grundbuch eingetragen, ganz normal mit Notar, das Haus gehört einem, das Grundstück gehört einem. Mhm. Man kann es jederzeit auch wieder verkaufen, ja, und die steuerlichen Aspekte kommen noch dazu, also man zahlt auch sehr wenig Steuern. Das will ich nicht weiter ausführen, aber der steuerliche Vorteil ist auch noch da. Ist auch noch da, kann man sich ja drüber informieren. Wir haben gerade mal ein paar Bilder von so einem Resort, vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze zu sagen. Ja, das ist IJssel Island, wenn ich es richtig sehe. Das ist ein ganz neues Resort. Ich sag mal, das wird ein Resort, ja, so ein Vorzeigeresort. Das wird ein riesen Hallenbad geben mit Wellness und allem. Da sehen wir einen kleinen Hafen dazu, mit Restaurant, mit großer Rutsche, sehen wir gerade, Kegelbahn. Da gibt es mit Theater drin. Also das wird einfach ein Top-Resort. Das ist am IJsselmeer, deswegen heißt es IJssel Island. Sieht richtig gut aus. Ne? Ja, man kann auch Apartments kaufen, da waren gerade ein paar Apartments. Man hat einen Hafen, kann man sein Segelboot anlegen, wenn man möchte. Ja, und kann raus aufs Meer segeln. Ja. Ich finde das so total faszinierend, diese ganze Geschichte. Ja. Ne? Und man kann eben auch sagen, Mensch, 2 Monate im Jahr nutze ich das selbst. Genau. Rest des Jahres kümmert ihr euch darum, dass es eben auch vermietet wird. Also bei Teilvermietung haben wir auf jeden Fall Renditen um die 7%. Wow. Das kann man dann individuell ausrechnen, je nach Größe des Hauses. Aber zusätzlich kann man umsonst noch Ferien machen im eigenen Haus. Absolut. Ja.
sprechen wir gemeinsam mit Marc Borges über die Möglichkeiten, zum einen zu investieren. Ja? Jetzt stelle ich mir mal vor, ich kann mir das klassische Beispiel auch vorstellen, ich mache bei euch Urlaub und dann sage ich, oh, hier möchte ich auch investieren, das gefällt mir, das möchte ich haben. Wie ist dann der klassische Ablauf zu sagen, oder bis es dann letztendlich dazu kommt, dass ich eine eigene Immobilie bei euch halte? Also den Fall gab es auch schon. In dem Fall ist natürlich toll für den Verkäufer, weil wir haben auch holländische Verkäufer im Park sitzen. In dem Fall müsste der nur zu dem Parkmanager, sag ich mal, oder zu dem Verkäufer und könnte mit dem das Gespräch führen, wenn er denn Deutsch kann. Ja, es gibt ein paar holländische Verkäufer, die auch Deutsch können. Ich bin mit zwei anderen oder drei anderen mittlerweile in Deutschland tätig und nur für die deutschen Kunden zuständig. Aber ich sag mal, der normale, klassische Weg ist, dass sich jemand meldet bei uns über die Webseite oder sieht das irgendwo in der Werbung oder jetzt hier bei Sonnenklar.tv. Kann man nochmal klicken auf die Webseite. Draufwecken ist auch schön. Ja, genau. Und da kann man sich hier für Newsletter anmelden, dann hat man immer die neuesten Ressorts und die neuesten Häuser, die da kommen. Und man kann dort eine Broschüre runterladen, wo man schon mal alles sieht, den Investitionskompass und so weiter, wie das dann aussieht. Und dann ist der klassische Weg, dass man jetzt in Corona-Zeiten macht man viel Videos, Videocalls, ja, wo man dann eben viel erklärt, auch über Steuern und so weiter und wie das abläuft. Und den zweiten Termin macht man dann im Ressort selber. Weil ich sag mal, wenn jemand kauft und will es auch selber nutzen, sollte er natürlich schon im Ressort sich das anschauen. Ja, und ich fahre dann ins Ressort und treffe mich dann mit dem Kunden und zeige ihm alles und dann guckt man, ob es passt. Was ist dein persönliches Lieblingsressort in Deutschland? Kann man das sagen oder findest du alle super? Mein Lieblingsressort in Holland würde ich sagen Port von Amsterdam. Und in Deutschland? In Deutschland haben wir noch keins. Ach, kommt aber, ist das mal geplant? Ist geplant, kommt auch. Ist der? Aber mehr kann ich noch nicht zu sagen. So. Aber kommt. Habe ich ein Geheimnis jetzt wieder verraten? Ja, aber kommt. Liebe Zuschauer. Mein Gott. Kommt demnächst, ja. Kommt demnächst. Ja. Super. Aber es gibt in Österreich haben wir noch 6 Ressorts. Wir haben in Bonaire 1, also holländische Antillen. Und in Belgien haben wir auch noch 2. In Österreich, ist auch eines meiner persönlichen Lieblingsländer. Ja, das ist top. Die Berge, die Seen, das macht schon. Das kommt auch. Haben wir nochmal eine Karte von euch, da sieht man immer so ein bisschen die Verteilung, ne? Ja, genau. Also oben da diese Insel, das ist Bonaire eben. Ach, das ist natürlich ein Traumreiseziel. Ja, genau, oder? Wir sprechen über die Möglichkeiten, die es gibt mit Europarks Deutschland, mit der GmbH, die Luxusferienhäuser. Wir haben eben schon ein paar Bilder gesehen, Marc. Zu Gast im Vertrieb tätig dort im Unternehmen. Wir haben noch ein paar Bilder, ne, von dem Park. Kannst du wieder ein bisschen was dazu erzählen? Ich finde es toll. Also ich hätte da auch direkt mal Lust, ein bisschen Urlaub zu machen, liebe Zuschauer. Kommen gleich die Bilder. In welchem Park geht's jetzt? Veluwemeer. Wie der Name schon sagt, liegt am Veluwemeer. Ist auch ein sehr kinderfreundlicher Park. Es geht ja letztendlich im Ersttermin, wenn ich mit den Kunden spreche, geht es immer darum, den richtigen Park zu finden. Wenn jemand noch unentschlossen ist oder der Holland nicht kennt. Wie macht man das aus? Woher erfahre ich jetzt als Deutscher zum Beispiel? Was ist der richtige Park? Ja, also die Frage ist, haben Sie Kinder? Ja, okay. Also soll es für Kinder was sein? Weil es gibt Parks, die sind jetzt nicht wirklich für Kinder gemacht. Jetzt der Park zum Beispiel, der ist perfekt für Kinder. Dann soll es am Meer sein. Viele wollen natürlich direkt am Meer sein. Gibt auch super schöne Ressorts, die nicht am Meer sind, mit einem schönen See. Man muss eben ein paar Sachen abklären. Man muss fragen, wie hoch ist das Budget? Steht die Finanzierung und so weiter. Ja. Und dann kommt man langsam, dann stellt man ein paar Ressorts vor. Und dann einigt man sich auf ein oder zwei Ressorts, die in Frage kommen. Und dann schaut man sich die an. Ja. Genau. Und hier in dem Park sieht man jetzt, also das ist wirklich, da war ich erst vor einer Woche, da war ich auch noch baden. Also auch schön mit Swimmingpool. Man kann ein sehr langer Sandstrand, das Veluwemeer, das ist sehr, sehr weit, sehr flach. Ja, das war im letzten Sommer komplett zugefroren, konnte man über das ganze Veluwemeer Schlittschuh laufen. Auch toll. Ja, genau. Also man hat auch im Winter, kann man da auch Spaß haben. Die ganzen Ressorts sind ganzjährig geöffnet. Ist vielleicht auch noch eine gute Info. Ja. Also das hat keinen Tag zu. Auch in Corona-Zeiten keinen Tag zu. Ja. Lass uns Europarks nochmal zusammenfassen. Was ist das Konzept? Was kann ich tun? Und was könnt ihr mir Schönes anbieten, wenn ich jetzt Kunde bin und sitze zu Hause am Bildschirm?
Ja, also letztendlich kann man, wie du am Anfang gesagt hast, man kann ganz normal einen Urlaub buchen. Ja, man kann ganz normal eine Ressorts. Wir haben über das Jahr verteilt zwischen 60% und 70% Auslastung im Durchschnitt. In den Ferien, in den Sommerferien wird es ganz schwierig, überhaupt was zu finden. Also wenn ich zu Termin gehe jetzt im Sommer, war es ganz schwierig, überhaupt was für mich zu finden, dass ich übernachten kann. Ja, also ist tatsächlich so. Und also ich sag mal, man kann ganz normal Urlaub machen oder man kann eben, da bin ich dann eher zuständig, man kann eben investieren in ein Haus und kann dann auch eben selber Urlaub machen und kann jetzt in eine Vermietung geben. Und das Haus gehört einem, inklusive Grundstück. Super Sache. Und Grundstück kann man auch pachten. Man muss es nicht kaufen, man kann es auch pachten. Das sind so die Sachen, die man da durchsprechen muss. Aber letztendlich kauft man ein Haus, da kann ich dir dann helfen. Ja. Und genau. Großartige Geschichte. Wir haben ja eben schon mal über die Inneneinrichtung gesprochen. Wir haben ja noch ein paar Bilder dazu. Ne? Da hast du ja gesagt, wenn man ein Haus vermieten möchte, ist man schon an so ein paar Dinge gebunden, möbeltechnisch. Und da können wir mal reinschauen. Ja. Kannst du natürlich das ein oder andere, das sieht aber toll aus, noch dazu sagen. Ja, also ja, letztendlich in diesem Möbelpaket, so wie sich das nennt, das geht von, vom Preis her, ist unterschiedlich von Haus, von Größe zu sitzen. Wenn eine kleine Lodge ist oder natürlich eine Mehrvilla, ist natürlich unterschiedlich dann der Preis. Die Küche sieht man hier, ist recht dunkel. Da links haben wir einmal oben so eine Mikrowelle, unten einen Ofen. Also die ist komplett eingerichtet. Man muss dazu sagen, in dem Möbelpaket sind natürlich auch Töpfe drin. Da sind mit drin Messer, Gabel. Komplett alles mit Kaffeemaschine, also eine komplette Ausstattung, auch hier die Lampen und die Bilder. Und also letztendlich, ich sage immer, man muss letztendlich eine Zahnbürste einpacken, Klamotten. Alles andere ist da und wird einem abgenommen durch Europarks. Es gibt auch Instandhaltung durch Europarks. Also in jedem Park gibt es einen eigenen technischen Dienst, der 24 Stunden am Tag da ist. Und wird natürlich auch gewartet durch uns. Und man hat im Endeffekt hat man mit der Vermietung nicht viel zu tun. Ja, so in dem Ding. Und man bekommt einfach die Mieteinnahmen aufs Konto überwiesen. Großartige Geschichte, top modern das Ganze. Ist schon schnell, wie so eine Stunde auch umgeht, Marc, ne? Ja. Aber ich finde, wir haben viele, viele Dinge besprochen in dieser Stunde. Und ich möchte von dir am Ende noch wissen, warum sollte ich bei euch investieren, wenn ich was zum Investieren habe? Also ich sag mal so, also ich kenne keine Alternative. Ja. Das ist mal ganz einfach. Ja. Also ich sag mal, man hat eine sehr hohe Rendite. Also man kann auch sagen, ich gebe das rein in die Vermietung und dann geben wir 5% auf 5 Jahre garantiert. Man ist trotzdem Eigentümer. Was kann ich jetzt hier zum Beispiel, mal ganz kurz oben, Frank. Was kann ich jetzt zum Beispiel auf der Webseite machen, wenn ich mich jetzt informieren möchte? Ihr eigenes Ferienhaus steht da, die Sicherheit einer wertvollen Investition. Kann ich mich schon mal durchklicken, gell? Genau, also man kann schon mal sich die ganze Karte anschauen. Also wenn man, jetzt sind wir hier natürlich, man geht oben auf Ressorts erst und dann kann man alle, so, dann kann man alle Orte auf der Karte anzeigen, klicken, weiter oben, nochmal hoch, dort, hier unter dem weißen Feld, alle Orte auf der Karte anzeigen, dort, genau. So, dann hat man nämlich eine Karte und da kann man reinzoomen und kann sich schon mal die ganzen Standorte anschauen. Also wenn man jetzt da auf die, da kann man ja hinzoomen. So, da kann man sich die einzelnen Ressorts von der Lage anschauen. Und klickt dann auf ein Ressort, wo man sagt, okay, das würde von der Lage her für mich passen. Klickt man einfach drauf. So, dann steht hier links schon das Ressort. Und dann kann man sich das Ressort genau anschauen. Dann kann man auch gucken, was für Häuser es dort zu kaufen gibt, die Preise von den Häusern. Was man nicht sehen kann, welche Grundstücke noch frei sind. Das müsste man dann individuell. Aber dafür gibt es ja euch, ne? Dafür gibt es uns. Gibt's ja dann Kontakt und dann kann man ja mit dir auch mal ein Stückchen rausfahren. Ja. Kann sich das eine oder andere anschauen. Es hat mich sehr gefreut. Marc. Ich auch, ja. Dankeschön. Ich werde mal vielleicht mal Urlaub mal machen, demnächst mit der Familie da bei euch. Gerne, ja. Ich bin ja so ein Holland-Fan auch. Ja, super. Ich mag Holland, ich mag das See dort, ich mag aber auch Österreich. Vielleicht gehe ich auch nach Österreich. Cool. Gucke ich mir mal an. Würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke auch. Alles Gute, Europarks. Spaß.